Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Rise of Tomb Raider mit euren Tommy. So, wir spielen weiter. Okay, wir werden noch schnell das Münzversteck hier drüben mitnehmen. Sollte sich ja hier da oben befinden. Wow, wow, wow. Ja, definitiv zwei Wölfe. Der Wolf ist doch eben gerade hier hinten rein. Hier haben wir noch Relikt. Ich
Noch ein Monolith. Mein Russisch ist nicht gut genug, um das hier zu verstehen. Aber es scheint eine Art Karte zu zeigen. Ist auch wieder ein Grab. Ein Grab? Hier wird mir ein Grab angezeigt, obwohl hier gar keins ist. Man meint ja das hier. Okay, hier ist noch eine Höhle. Und wir haben noch ein weiteres Basislager entdeckt. Könnte ein Lager von den Einheimischen gewesen sein. Okay, also er zeigt mir das Grab hier an. Eingang manchmal irgendwo sein. Vielleicht von dem Fluss aus dort reinkommt. Vielleicht hier irgendwo eine Höhle oder. So, hier muss noch ein Relikt sein.
kleines, komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Metallteilen und Überbleibseln aus dem Gulag. Es muss lange gedauert haben, die Teile zu sammeln. Aber nirgendwo etwas eingraviert. Als ich also, ja. Vielleicht Musikstücke. Das hier sind Rasierklingen, oder? Auch schon wieder Wölfe. Ja, ich weiß, dass hier ein Grab ist, aber du kannst dich aufmachen. Voll vorbeigesprungen. So, dann gehen wir erstmal hier wieder über die Brücke. Ach nein. Ausrüstung und diesen Punkt erfordern wir schon. Okay. Wir haben auch was entdeckt, eine alte Mine. So, wir haben die Pistole freigeschaltet. Sollen zum Basislager zurückkehren. Aber wir brauchen vorher noch den Pfeil mit dem Seil.
So, und wir sind mal wieder hier. Ach nein. Komm schon. Habe ich gedacht, ich stürze gleich schon wieder runter. Die Tür ist zu. Da können wir hochklettern. Gucken wir mal kurz hier runter. Sein. Da unten hat jemand etwas eingeritzt. Anweisungen zu etwas Verborgenem. Anweisung zu etwas Verborgenem. Mal gucken. Karte aktualisiert. Monsterstück. Gerade blinken die aufgedeckt. Kommen wir in die Lage rein. Schwärmen wir aus. Überall sein. Da ist sie! So! Noch mehr Sowjetpropaganda. Die Nacht wird uns nicht an der Arbeit hindern. Ein Vorratschuppen. Nutzen Sie bis byzantische Münzen, um Ausrüstungstechniker von Trinity Objekte abzukaufen, gehen Sie auf Objekte zu und halten Sie die Tasse zu kaufen. Kehren Sie jederzeit zum Schub zurück, um Objekte zu kaufen. Dazu, ich bin auf eurer Seite.
Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Interessant. Ist das ein Schalldämpfer? Mambo-Outfit? Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten. Über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter. Die anderen Externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich. Aber die Angestellten, die schon lange für Trinity arbeiten, saugen das auf und wollen mehr davon hören. Es ist wie in scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen, fragst du dich? Es sind Leute hier. Einheimische, wie aus der Steinzeit. Ich meine Felle, Häute und Pfeilspitzen. Und wir begegnen ihnen mit einem Kampfhubschrauber und Maschinengewehren. Ich bin hier auf der falschen, verdammten Seite der Geschichte. Ja, er kämpft für die Bösen. Okay, hier kommen wir in das Gefängnis rein. Okay, das ist dieser Händler. Dann haben wir hier wieder ein Basislager. Entschuldigung. Aber dann geht's hier oben, geht's hier auch noch lang. Fehlende Ausrüstung. Ach so, hier bräuchten wir einen Kletterpfeil. Und wir haben wieder 7 Münzen gefunden. Juhu. So, dann gehen wir mal in das Gefängnis, dass wir ein bisschen weiter die Hauptstoryline machen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Das tat weh. Geht es dir gut? Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid.
Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Fass sie nicht an! Bitte nicht. Reden Sie! Nein! Nein, du verdammtes Schwein! Wo ist die göttliche Quelle? Bitte! Aufhören! Ich weiß nicht, wo sie ist! Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Was? Du? Nein. Du gehörst zu denen. Ich glaub das einfach nicht. Du Dreck! Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Es der Welt vorführen? Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich, stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Vielleicht kann er einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick. Können Sie uns hier rausholen? Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer Sie sind oder wieso Sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig.
Ohne mich kommen sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Diese Enna, diese kleine Verräterin. Das haben Sie vermutlich gehört. Noch ein Grund mehr, hier rauszukommen. Einen Weg raus. Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Okay. Seil haben wir. Jetzt haben wir einen Bogen mit Seil. Wunderbar. Dann können wir auch die zwei Gräber machen. Vorsicht! Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Hat geklappt. Können Sie da raus? Halt! Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Danke. Ich heiße Jacob. Lara, nehmen Sie das, falls wir getrennt werden. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja, ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue... bessere Welt ist nah. Ja, Konstantin ist ganz schön fanatisch. Gucken, ich schaue mich natürlich jetzt hier noch ein bisschen um. Da haben sie einen gefoltert, das war bestimmt der, der vorhin ein bisschen geschrien hat. Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Oh, keine Inschriften. Okay.
Wie lange waren Sie in der Zelle? Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Namen. Es war ein Arbeitslager. Hier hat man ja die europäische Karte. Oder die europäische Karte, Entschuldigung. Hier hat man ja Russland. Ja, und wir sind ja oben. Sibirien liegt ja nördlich. In der Mitte von Russland. Dahin zu gelangen, muss schon ein bisschen auf sich nehmen. Gerade über Wasser. Mal wieder was? Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Okay. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott. Das muss schrecklich gewesen sein. Wer diese Zeiten überlebt hat, hat viel zu erzählen. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Der Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Kommando Posten 2, letzter Heli gestartet. Verstanden. Das ist die letzte Lieferung. Wir richten über Probleme beim Kommunikationsdepot. Mehr Einheimische? Negativ. Haben einen bewaffneten Eindringling gesperrt. Konstantin will ein Team oben beim Kupferwerk, bevor der Sturm losbricht.
Ein Sturm kommt auf. Wir müssen die Helis bald landen lassen. Wir müssen noch ein Riesengebiet absuchen. Wir müssen einfach mehr Männer rausschicken. Konstantin will Leute in der Kupfermine. Ist da irgendwas? Wir haben alte Aufzeichnungen im Gefängnis gefunden. Bilder von Ruinen und Karten der Mine. Ob die Sowjets wohl wussten, was hier versteckt war? Zuerst nicht. Aber sie haben es offensichtlich rausgefunden. Das meiste Zeug ist... Das war ein Satz mit X. Okay. Moment, ich hab's gleich. Das war's. Kann losgehen. Okay, fahren wir das Ding raus. Konstantin will ein Team oben beim Kupferwerk, bevor der Sturm losbricht. Verdammt, es ist echt arschkalt hier. Ich hätte mehr wärmere Sachen einpacken sollen. Total verschmort. Fast geschafft. Unglaublich, dass das Zeug überhaupt noch funktioniert. Das hier scheint Sabotage gewesen zu sein. Die Einheimischen... Noch ein Grund, sie sofort zu erschießen. Durchsucht das Gebiet. Hier drüben ist nichts. Oh, Scheiße. So. So, wir sammeln erstmal alles ein. Okay, haben wir auch schon voll. Haben wir auch schon gut. Mal noch die hier.
Ja, an den kommen wir gar nicht ran. Es ist ja schon fragwürdig, wie der da hingekommen ist. Das war voll. Okay, da kommen wir auch nicht hin. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir, haben wir voll. Dann haben wir noch. Das haben wir auch verbessert. So, haben wir noch irgendwas? Hier nicht auch einer? Fremdgelaufen vorhin? Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Okay. Konstantin, Jacob. Dann... Ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Normalerweise hoch. Dann klappen wir noch mal schnell das Schloss hier. Zum Gift. Okay. So, das ist keine Treppe. Es sind Patrouillen zu den großen Grabungsstellen unterwegs. Hier, hier und hier. Was ist mit Erna, ich muss da reinkommen. Scharfschützen und Kundschafter. Tu das. Wir müssen ein großes Gebiet abdecken und Trinity will das Artefakt so bald wie möglich. Wir kriegen nichts über Satellit rein. Zu viele Störungen. Ach nein. Jacob, was macht er da? Hier muss es sein. Scheiße. Vorsichtig, Lara. Die Zeichnungen sind recht überzeugend, aber ich will selbst in diese Ruinen. Wir lassen sie am Leben. Ach, was mache ich denn? Jo, so, runter. Also ich soll vorerst erstmal am Leben bleiben, also die Lara, jedenfalls nicht ich. Beziehungsweise ich nicht persönlich, aber die Lara, sie soll erstmal am Leben bleiben.
Moments Video. Jetzt stottert es ein bisschen. Ich will endlich raus aus dieser Eishölle. Dann habe ich gute Neuigkeiten. Neue Aufklärungsdaten. Eine einheimischen Siedlung. Auf der anderen Seite des Berges. Bald. Dein Tag wird kommen. Unser Tag. Solange du dich aufs Wesentliche konzentrierst. Was soll das heißen? Du wirst sentimental wegen ihr. Der kleinen Croft, deshalb ist sie noch am Leben. Aber wir müssen die Vergangenheit hinter uns lassen. Du zweifelst an mir? Du weißt, was ich Trinity gegeben habe, was ich geopfert habe, was mich erwartet. Mir geht's gut. Das Leben war nicht besonders gut. Zu keinem von uns. Aber ich habe geschworen, dich zu beschützen. Na, wer ist jetzt sentimental? Ich verspreche dir. All das wird sich am Ende auszahlen mit der göttlichen Quelle. Wirst du leben. Aber vor allem wird dieses Leben in einer Welt ohne Sünde sein. Schick deine Männer dorthin. Finde heraus, was sie wissen. Es ist zu gefährlich. Gönn mir doch mein Vergnügen. Nichts davon ist wichtig, wenn unsere Arbeit erstmal getan ist. Konstantin, Sie werden bei den Zellen gebraucht. Wir tun das gemeinsam, Schwester. Denk dran. Immer. Was tun Sie? Die Menschheit soll gerichtet. Die Ungläubigen sollen zu Asche werden und verwehen. Wer reinen Glaubens ist, wird erhöht sein und erhält das ewige Leben. Weg hier, ich finde sie! Wir müssen sie finden. Weitersuchen! Sie müssen hier irgendwo sein. Okay. Ich muss hier raus. Ende des Gulags. Ich warte dort auf Sie. Schon unterwegs. Ich brauche Hilfe. Kontrollraum ist von innen verriegelt. Wir müssen Sie aufbrechen. Verdammt. Ich muss hier raus. Seltsam, wieder im Einsatz zu sein. Ich war so lange undercover, eingesperrt in die Gemütlichkeit des Croft-Anwesens. Hier gibt es keine Gemütlichkeit. Die Luft ist gefroren. Das Essen aus Dosen und kalt. Die Gesellschaft außer Konstantin ist unterirdisch. Aber ich wollte hierher. Ich muss hier sein. Ich habe nicht den Luxus von Zeit oder Geduld. Konstantin und ich machen diese Reise gemeinsam. Ich werde da sein, wenn er sein Schicksal erfüllt. Also atme ich erstmal tief durch. Ich lasse die eiskalte Luft in meine Lungen, um mich daran zu erinnern, dass ich noch lebe. Um mir Kraft für den letzten Schritt zu unserem Schicksal zu geben. Eine miese Verräterin. Alle auseinander!
muss hier. Ein Militärabzeichen der Trinity-Soldaten. Abgesehen vom Muster gibt es keinen kennzeichnenden Text. So. Die ist hier. Okay. Scheiße. Nein! Na los! Du bist tot! Oh! Okay. So, hier haben wir Munition. Haben wir voll. Position halten! Drängt sie zurück! Oh!
Ah, hier haben wir wieder ein Dokument. Ah, ich muss bestimmt noch ein bisschen was aufhören. Das wird nämlich ein bisschen. Bisschen was umstellen. Wir dringen weiter ins Tal vor. Ich starre abwesend die Ruinen an und denke über meine Sterblichkeit nach. Diese Bauten stehen seit Jahrhunderten hier und warten auf diesen Moment. Ich kann ihre Erwartung spüren. Der Stein will, dass wir erfolgreich sind. Und was sollte uns aufhalten? Ungläubige? Angsterfüllte und Verlorene? Jene, die die Quelle so lange vor Trinity versteckt haben? Wir sind diejenigen, die das hier Verborgene seinem wahren Nutzen zuführen werden. Diese Welt ist zu verdorben, zu verfault, zu krank und kann nur noch von Trinity gerettet werden. Wir werden eine Armee haben. Ein gerechter Mann wird sie führen. Konstantin wird dieser Mann sein. Okay. Ja, ob der Konstantin der Richtige ist, für als Anführer zu gelten? Das ist die Frage. Die Frage, die ihr in der nächsten Folge erfahren werdet. Vielleicht. Je nachdem, wie die Storyline ist. Ich bin euer Tommy und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao!